Alles neu bei Forstinger. Rudolf Bayer als neuer CEO läutet gerade eine umfassende Repositionierung des Traditionsunternehmens als Zubehör- und Werkstattpartner ein. Oberste Prämisse dabei: leistbare Teile und Zubehörangebote und gut ausgebildete Mitarbeiter in der angeschlossenen Werkstatt. Wir waren deshalb bei einer Neueröffnung so einer Filiale im oberösterreichischen Kirchdorf dabei und haben uns umgehört. Wir betreiben als Forstinger 70 Filialen flächendeckend in Österreich. Von diesen 70 Filialen haben 69 Filialen eine Werkstätte angeschlossen. In dieser Werkstätte machen wir vom Paragraph 57a über den Einbau von Anhängerkupplungen, Windschutzscheibentausch, Kalibrierung nach dem Windschutzscheibentausch. Wir machen Service nach Herstellervorschriften, wo der Kunde die Garantie weiter behält. Wir machen Ölwechsel, Stoßdämpfertests und jeder Kunde, der zu uns kommt, kann, wenn er das will, einen gratis Sicherheitscheck. Das umfasst 6 wichtige Punkte. Wichtige Punkte für die Verkehrssicherheit kann er bei uns kostenlos in Anspruch nehmen. Seit mehr als 60 Jahren ist Forstinger als Autozubehörkette im Bewusstsein vieler verankert. Dabei haben zwischenzeitlich 69 von 70 Standorten in Österreich auch eine freie Werkstätte mit modernem Equipment und sind gut ausgerüstet und geschult für professionelle und preiswerte Servicierung von Fahrzeugen aller Art. Wir haben aktuell 500 Mitarbeiter, die werden aktuell zweimal im Jahr ausgebildet, Produktschulungen, die werden immer weiterentwickelt. Auch unsere Technikmitarbeiter besuchen die höchsten, modernsten Schulungen. Die Filialen stehen und fallen mit den Mitarbeitern. Also das haben wir die letzten Jahre, also die letzten 60 Jahre haben wir das gut verfolgen können. Also eine Filiale steht und fällt mit den Mitarbeitern. Und dort, wo wir gute Mitarbeiter haben, das sieht man auch in den Zahlen. So gesehen natürlich auch im Bereich der Elektromobilität. Also wir haben zurzeit 35 Standorte, wo wir auch Paragraph 57k Überprüfungen durchführen. Und in Kürze werden wir auch in Filiale Kirchdorf die Voraussetzungen erfüllen und hier auch ein Paragraph 57 Standort machen. Dementsprechend auch hier eine Partnerschaft mit einem renommierten Partner. Wir haben uns für Bosch entschieden, da wir sehr viele Geräte von Bosch haben und auch Schulungen beim Bosch durchführen. Und wir wollen in der Zukunft eine Modulpartnerschaft mit Bosch vereinbaren. Die meisten Werkstätten sind Bosch-Modulpartner und dementsprechend absolvierten alle Mitarbeiter ein umfangreiches Schulungsprogramm, womit Abgasmessung und Klimaservice sowie Kalibrierungen nach Scheibeninstandsetzungen professionell durchgeführt werden. Ja, bei uns sind wir natürlich ganz klar ausgelegt, alles rund ums Kfz, angefangen von der Pflege bis hin zum Motoröl. Nicht zu vergessen, ausgewählte Lieferanten und Partner, die das Ganze dann abrunden. Ja, wir haben natürlich ganz klar unsere, wie Sie richtig sagen, Partner. Da kann man schon dieses Wort in den Mund nehmen. Das ist dann etwas mehr als ein Lieferant. Das ist im Bereich der Pflege, würde ich da ganz gern die Firma Sonax nennen. Und rund ums Motor, Öl und Schmiermittel wäre das die Firma Liquimoli, die uns da in den letzten Jahren wirklich stark unterstützt hat und wo wir auch ein entsprechendes Warensortiment in einer sehr großen Breite anbieten können. Im Rahmen der Neuausrichtung war die Umstellung im Einzelhandel rasch vollzogen, da man auch intensive Gespräche mit den Mitarbeitern aller Standorte führte. Nur an der Front erfährt man, wo einem der Schuh drückt, um so alle Herausforderungen der Zukunft bestens meistern zu können, so der einheitliche Tenor dazu. Ungeachtet der Werkstattoffensive darf man natürlich auch die Gesamtverkaufsfläche von 70.000 Quadratmetern nicht vergessen. So ist Forstinger auch ein Vertriebspartner der Industrie. Man ist zum Beispiel flächenmäßig der größte Thule-Partner hierzulande. Mit im Sortiment auch Mopeds, Roller und Motorräder der Marken Peugeot und Zontes.
Beim Thema Elektromobilität bietet Forstinger vom E-Scooter, E-Fahrrad bis zum E-Motorrad Mobilität an, also von 25 km/h bis 130 km/h. Dabei nicht zu vergessen die dazugehörigen Wallboxen, Ladekabel und sonstiges Zubehör für das Laden von E-Fahrzeugen.